Ich wünsche dir ein gutes und gesegnetes Jahr 2018. Und damit herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden, auch heute am ersten Tag des Jahres 2018, 1. Januar. Nach dem ökumenischen Bibelleseplan ist heute Psalm 97, 1 bis 12 dran. Und ich habe diese Andacht überschrieben mit der Frage, wer regiert? Ein Jahreswechsel ist ja einerseits eine Zeit für Aufbruch, für gute Vorsätze, für Erwartungen. Dieses Jahr wird das und das und das. Und andererseits ist so ein Jahreswechsel auch möglicherweise ein Anlass zur Sorge. Wie wird das nur alles? Wie geht das denn alles nur weiter? Und das kann man sowohl persönlich als auch gemeindlich als auch gesellschaftlich betrachten. Und wenn man dann so die Frage stellt, wer regiert eigentlich, dann merkt man, woher soll man eigentlich das Vertrauen nehmen für die Zukunft? Damit wollen wir uns heute beschäftigen und wir lesen Psalm 97, 1 bis 12. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Der Himmel, Entschuldigung, die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierest. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen. Du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und dankt ihm und preiset seinen heiligen Namen. Dieser Psalm, dieser Königspsalm, in dem Gott als der König der ganzen Welt, der ganzen Erde gelobt und gepriesen wird, der geht von einer ganz schlichten Grunderkenntnis aus. Nämlich Gott regiert. Wie zum Beispiel in Vers 8. Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierest. Zion ist ja der Berg Zion in Jerusalem. Also damit ist schlicht und ergreifend Israel gemeint. Israel hört es und ist froh und die Töchter Juda sind fröhlich, also auch das Südreich, die Töchter, die neue Generation, die junge Generation darf fröhlich sein, weil der Herr recht regiert. Das ist eine sehr weitreichende Aussage, die es bis in die Dogmatik aller großen systematischen Theologen
geschafft hat, nämlich die Weltregierung Gottes. Die Bibel geht davon aus, dass Gott der Herr der Geschichte der Menschheit ist und bleibt. Dass alle Fäden der Weltgeschichte auf den Herrn Jesus Christus, den wiederkommenden Herrn, zulaufen und dass er am Ende für alle sichtbar die Herrschaft übernimmt. Die Wiederkunft Christi, das Gericht und dann die Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde ist Ausdruck dieses Vertrauens und ist Ausdruck dieser Zusage. Gott regiert. Auf der anderen Seite stellt das natürlich tausend Fragen. Wie kann es sein, dass Gott regiert und dass dann so viel Unheil, Übel, Krieg, Krankheit, Naturkatastrophen in der Welt stattfinden? Durch alle Jahrhunderte der Geschichte. Das ist wirklich nicht einfach zu beantworten. Eigentlich ist es gar nicht zu beantworten. Es gibt Fragen, die offen bleiben, bis wir in die Herrlichkeit zu Gott eingegangen sind und im Rückblick einordnen können, was gewesen ist. Es gehört zur Demut des Glaubens, mit offenen und auch wunden Fragen leben zu können. Es geht immer wieder darum zu vertrauen, obwohl wir nicht verstehen. Dagegen kann man sich wehren, da muss man halt ohne Vertrauen leben. Oder man nimmt das an, dass es Wahrheiten gibt, die Gott offenbart hat, wie zum Beispiel, dass er der Herr der Geschichte ist und bleibt, auf die wir vertrauen dürfen, auch gegen den Augenschein, auch gegen Erfahrungen, die uns daran hindern wollen, es zu glauben und darauf zu vertrauen. Das ist die eine Seite dieser Aussage, Gott regiert, Zeugnis der ganzen Bibel, angefochten durch vielfältige Erfahrungen von größtem Elend und Leid in der Welt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir in der Geschichte der Welt immer wieder solche Dinge auch aufspüren können, wo irgendwie deutlich wird, das hat vermutlich Gott geführt. Wir hatten ja in den vergangenen Monaten die Geschichte des Volkes Israels, als sie von den Babyloniern vertrieben wurden aus Jerusalem und Israel und ins Exil weggeführt wurden. Da kam also Nebukadnezar und die Babylonier und die haben Israel eingenommen und vertrieben. Das ist erstmal so eine menschliche Wahrnehmung. Und die prophetische Deutung des Jeremia, des Jesaja war, das hat Gott als Gericht über Israel kommen lassen. Das ist ein Ausdruck seiner Weltregierung. Dann kommen die Perser, schlagen die Babylonier und die Israeliten werden freigelassen und dürfen zurück in ihr verheißenes Land. Auch das wird einmal menschlich-geschichtlich wahrgenommen. Da sind halt die Babylonier besiegt worden und das Volk Israel wurde freigelassen. Und die prophetische Deutung dessen ist, Gott hat die Perser gebraucht, um die Babylonier
zu vertreiben und damit Israel wieder freizugeben. Das ist nur ein Beispiel, wo man spürt, hier ist Gott am Werk in der Geschichte. Ein anderes Beispiel ist die Befreiung Israels aus Ägypten, lange Zeit davor, wo Gott 10 Plagen schickt, bis die Israeliten endlich freigelassen werden. Das wurde nicht als Zufall gedeutet. Da kamen halt zufällig 10 Plagen nacheinander und so wurde der ägyptische Pharao endlich zermürbt und hat dann das Volk, das er als Sklaven gehalten hat, einfach freigelassen. Das wäre eine säkulare Deutung. Die geistliche Deutung, die prophetische Deutung ist, Gott hat diese Plagen geschickt, Gott hat mit dem Pharao geredet und Gott hat es durchgesetzt, dass das Volk Israel befreit wurde. Wenn wir auf die jüngste deutsche Geschichte gucken, dass nach den unsäglichen Sünden der Nazi-Herrschaft mit 6 Millionen getöteten Juden und insgesamt 50 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs, und das alles war von Deutschland ausgegangen, von einem bösartigen, Größenwahnsinnigen. Wenn man das anschaut, dann die Teilung Deutschlands in Ost und West und dann nach 40 Jahren die Wiedervereinigung des deutschen Volkes, dann ahnt man, dass da mehr dahinter steckt als Zufälle der Geschichte. Auch wenn Gott unendlich viele Menschen gebraucht hat, die extrem mutig waren, um gegen das sozialistische Regime der SED und eines Honecker tatsächlich aufzustehen und die Freiheit zu erkämpfen. Wenn man ein wenig Abstand gewinnt, dann erkennt man, dass auch in diesen geschichtlichen Ereignissen sehr wohl Gott am Werk ist. So kann ich das jedenfalls im Glauben für mich ganz eindeutig erkennen. Und als letztes Beispiel, dass Israel wiedererstanden ist nach 1900 so und so vielen Jahren auf dem alten Platz im alten verheißenen Land, 1948, Staatsgründung Israels. Auch das kann man geschichtlich deuten, da haben die Briten sehr mitgeholfen und die UNO und was weiß ich nicht alles für geschichtliche Umstände haben dazu geführt, dass man den Juden wieder einen Staat gab. Und dennoch erfüllt sich darin eine jahrhundertealte Verheißung Gottes, dass er sein Volk wieder sammeln wird. Diese Beispiele mögen uns helfen, dass wir die Weltgeschichte, auch die kommende Weltgeschichte, auch die Weltgeschichte des Jahres 2018, nicht nur einfach als säkular, geschichtlich, vorfindlich betrachten, sondern dass wir darin auch die Weltregierung Gottes erwarten, auch wenn wir häufig sie noch nicht verstehen. Sie ist nämlich unsichtbar. Und es gibt vieles, was wir heute noch nicht verstehen, aber wir dürfen darauf vertrauen, es wird regiert. Gott regiert. Und deshalb dürfen wir uns für seine Ziele in der Welt, für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Ausbreitung des Evangeliums von Jesus Christus mit aller Kraft einsetzen. Wir wollen Werkzeuge sein der Weltregierung Gottes, in dem Vertrauen, dass er die Fäden der Weltgeschichte zum Ziel führen wird. So können wir mit einem großen
Grundvertrauen ins Jahr 2018 gehen. Wir haben Grund zu vertrauen. Es wird regiert. Gott regiert. Auch wenn wir das nicht ins Letzte verstehen, oft auch sprachlos und verstört davor stehen, was alles in dieser Welt geschieht, so wollen wir doch an der Verkündigung deines Wortes festhalten, dass du regierst, allmächtiger Gott und Vater, dass bei dir die Fäden zusammenlaufen, Herr Jesus Christus, du Herr der Welt, du König der Könige, du Herr aller Herren, du auferstandener, gekreuzigter, du wiederkommender Herr. Und so hilf uns, dass wir das annehmen und ernst nehmen und deshalb auch bei geschichtlichen Turbulenzen, bei unglaublichen Entwicklungen und Schwierigkeiten daran festhalten und nicht verzagen, weil wir wissen, du regierst. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, auch angesichts der persönlichen, der gesellschaftlichen, der nationalen, der internationalen und globalen Herausforderungen im Jahr 2018, im Vertrauen zu dir zu bleiben und nach deinen Maßstäben zu leben, weil wir solche Leute sein wollen, die glauben, dass du regierst und dazu auch uns gebrauchen willst, zum Guten, zum Hilfreichen. So bitte ich dich, Herr, schenk uns einen vertrauensvollen und mutigen Start ins Jahr 2018. Amen. Ja, ganz schön grundlegend, ganz schön grundsätzlich. Wer regiert? Gott regiert. Das war die Atempause am Neujahrstag 2018 nach Psalm 97, 1 bis 12. Vielleicht kannst du jetzt dein Vertrauen im Gebet ausdrücken. Unserem Gott, der den Überblick hat, der die Geschichte zu seinem Ziel führt. Vielleicht auch bewusst Vertrauen ausdrücken, wo du Zweifel hast, wo du Fragen hast. Es geht immer wieder neu darum, zu vertrauen, selbst wenn wir nicht verstehen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Start in das neue Jahr 2018. Noch ein kleiner Hinweis: Vom 4. bis 14. Januar wird es keine Online-Bibelleseandacht, Abendpause geben, aber dann ab dem 15. Januar wieder. Aber wir haben ja noch 2 Tage bis dahin. Gott segne dich. Gott behüte dich auch im Jahr 2018. Ich hoffe, wir sehen uns oft. Bis dann.